ohne weitere viele Umschweife, wenn Lars und ich jetzt mal ins Quatschen kommen, dann dauert das hier wieder ewig. Drei Stunden gehen schnell vorbei. Das stimmt. Wir lassen einfach die Redner weg, oder? Nein, wir fangen an mit Editha. Ich weiß im Moment gerade nicht, wo sie ist. Sie sollte eigentlich hier sein. Editha? Okay, da ist sie. Okay, ja, wir fangen an mit der ersten Rednerin. Viel Spaß damit. Daniel! Mama, hallo ihr Lieben, ich mache die Auflösung so, runter, weil du hast ja dauernd gar nicht. Wie viel Organisation hier sein musste, dass ich es schaffte, herzukommen und einfach mal richtig Danke zu sagen. Danke für die anderthalb Jahre mit euch, danke für meinen Bewusstseinssprung durch eure Informationsflut, manchmal natürlich viel zu viel, kann ich mir gar nicht merken alles, aber Stück für Stück lerne ich jeden Tag aufs Neue. Und eins ist mir ganz klar geworden, egal wie sehr wir Teile und Herrsche spielen, auch untereinander, zwischeneinander, wir sollten es wirklich mal miteinander versuchen. Jeder mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir versuchen es nochmal, wir machen es, wir rocken den Frieden, wir schaffen das alles. Wir werden auch viele andere erreichen. Wenn jeder von uns einen einzigen Menschen erreicht pro Tag, dann haben wir schon viel geschafft. Und ich denke, das haben wir auch. Also ich muss mal zu meiner Person sagen, ich komme aus Hamburg, ich bin mittlerweile 38 Jahre alt und Deutsche mit Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen aus Jugoslawien. Gerade jetzt, wo dieses mit den Flüchtlingen so ganz prägnant ist, überall sind sie auch bei uns in Mazedonien, die stürmen. Mein ganzes Volk ist geflüchtet. 1 Million Menschen vor 25 Jahren haben Hilfe gesucht und haben sie bekommen. Sie sind nach Deutschland, nach Schweden, nach Dänemark, nach Frankreich, überall hin. Sie haben es geschafft. Sie sind natürlich auch abgeschoben worden, gerade hier. Alles klar. Wir haben so viel getan, wie es nur ging, um ihnen ein menschenwürdiges Dasein hierher zu schaffen. Gerade ist es in unserer Verantwortung, ihnen zu helfen. Kleinigkeiten. Jeder von uns hat im Stadtteil Flüchtlingslager. Alleine das Wort, ey, ich kotze gleich. Flüchtlingsunterkünfte. Und ich wünsche mir sehr, dass wir Menschlichkeit in diese Welt heraustragen, indem wir ihnen mit Kleinigkeiten helfen, sei es ein Kuscheltier für die Kinder, sei es Babynahrung, sei es Kinderwagen, Babytrage, egal was, mit ihnen auf den Spielplatz gehen, Kleinigkeiten, die nichts kosten und die jeder von uns machen kann. Das wünsche ich mir, Menschlichkeit, ganz, ganz, ganz viel Menschlichkeit, weil das ist das, was unsere Welt braucht. Ich brauche keinen Hass und ich brauche keine Wut. Ich kann damit nicht mal umgehen. Ich hasse nicht mal die Serben, ich hasse die Bosnier nicht, ich hasse die Kroaten nicht. Ich kann niemanden hassen. Verdammt, ich bin Europäerin, ich bin ein Menschenkind. Ich gehöre der Welt. Ich bin hier geboren. Ich möchte Frieden für alle. Und ich weiß, dass das geht, verdammt. Ich weiß es. Und ich möchte nie wieder Krieg erleben. Wisst ihr, Leute, ich kann seitdem kein Silvester mehr ertragen. Jedes Silvester muss ich arbeiten, weil das ist so, als ob mich wieder das in die Zeit zurückverdrängt. Und wir waren nur spontan da, im Urlaub. Hallo? Hört ihr mich jetzt besser? Meine Stimme ist ein bisschen raus, sorry. Und ich bin total aufgeregt. Ist auch menschlich, sich was zu vergessen, weil bei mir geht jeder Plan planlos los. Ich habe nicht geübt oder trainiert, ich wollte einfach das sagen. Mille grazie. Ich wollte einfach nur das sagen, was mir am Herzen, im Herzen steht. Und ich weiß, dass Kunst, Musik und Kultur keine Grenzen kennt. Wir sind für alle da. Die Musik kann gehen und die Liebe natürlich. Ein Schwede liebt einen Afrikaner, ein Afghane liebt einen Chinesen. Wir lieben uns untereinander. Warum sollte es denn Grenzen geben, verdammt? Warum? Wer gibt sie uns? Die sind nur in unseren Köpfen und das müssen wir verstehen. Entschuldigung, ganz kurz. Ich bin ein bisschen
bisschen aufgeregt. Ich stand noch nicht so oft auf den Bühnen. Ich hab noch etwas, was ich gerne vorlesen würde. Also gerade um das Thema Flüchtlinge, weil dieser Mensch mir sehr viel bedeutet. Und auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir heute eine richtig friedliche Veranstaltung werden, dass es keine Stressmacher gibt und wenn es die gibt, dass wir die ganz schnell aussortieren, weil das braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht Stress. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Freiheit und Gerechtigkeit. Deswegen stehe ich, so gut es geht, so oft in Berlin, auf Mahnwachen, überall. Ich bin oft unterwegs auf Demonstrationen, nur um mein Gesicht zu zeigen, nur zu sagen, hey, stopp mir, reicht das verdammt nochmal, ich will nicht mehr zu Hause sein. Ich war doch genauso ein Schlafschaf. Ich habe doch genauso Fernsehen geguckt, Fluorid-Zahnpasta genommen und Monsanto konsumiert. Das alles ist vorbei. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr so tun, als ob ich nichts mehr wüsste. Und ich wünsche mir, dass wir viele Leute damit erreichen, dass sie Stück für Stück ihr eigenes Umfeld verändern. Weil das folgt dem Gesetz der Resonanz. Weil das ändert dann den anderen und das geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und letztendlich sind die Friedensbewegungen seit den 80er Jahren. Und wir haben jetzt im Moment einen neuen Hype und ich hoffe, dass der Hype noch viel, viel länger andauert und dass wir uns zusammenreißen und bitte nicht mehr spalten lassen und nicht mehr hassen und Wut ineinander finden, weil das bringt uns nicht. Das bringt niemanden weiter. Und ich habe gleich, Dankeschön, ich will das gleich mal vorlesen, aber ich brauche eine Sekunde, ich bin total nervös. Je suis refugee. Flüchten nicht, um woanders Platz zu klauen, doch vor Krieg, Hass und Gewalt gegen Frauen gekommen zu uns, um endlich in Sicherheit zu sein. Lädt es einige Schwachköpfe zu Parolen ein. Habt ihr Menschen, Evelyn Dübler, nachgedacht, wen Krieg und Hass in unser Land gebracht? Keine Couch, Bier und frittierten Kartoffelchips. Laufen, um zu überleben. Das ist kein Witz. Menschlichkeit zeigen und ein wenig aktiv unterstützen, das ist das, wem alles Menschen zu nützen. Dankeschön. Danke dir, Evita. Sie kommt nochmal wieder, sie wird uns noch was vortanzen. Darauf bin ich echt gespannt.